Heute kam Nachricht rein. Sascha hat dich wieder hops genommen. Jalla, wir gucken das Video an. Ich hab's noch nicht gesehen. Es heißt, ist nach mir benannt. Wer kennt mich unter dem Namen Jens aus Rastatt, Chat? Eine Million Aufrufe. Er nennt das Video nach mir, der Idiot. Da weiß ich schon. Ja, Jens aus Rastatt war mein Künstlername, als ich Dauergewinner war. Hört zu. Ich schwöre, da kommt bestimmt Scheiße. Als ich Dauergewinner war bei 9 Live. Die Zeit, ich weiß nicht, es war Anfang der 2000er oder was. Ich war jeden Tag bei 9 Live. Ich war einer der Dauergewinner. Es gab so Dauergewinner. Tobi, Adelheid, Nils, Knossi. Also Jens aus Rastatt. Ich habe angerufen, hier ist Jens aus Rastatt. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass Sascha irgendwelche alten Videos rausgekramt hat. Bist ihr? Das war mein Zocken. Versteht ihr, was ich meine, Chat? Versteht ihr das Einzige? Da habe ich das erste Mal gezockt. Ich habe wirklich Ordner geführt. Mit Lösungen, mitgeschrieben. Das war mein Leben, das war mein Beruf. Es war mein Beruf. Wir gehen rein. Die Scheiße hinter mir. Hab 3 Minuten Ruhe. Wir reden nichts dabei. Ich schwör's euch, ich werde hier nicht unterbrechen. Mir scheißegal. Heute wird's ganz übel. Sind wir mal ehrlich miteinander. Es gibt mittlerweile immer weniger YouTube-Content. Umso mehr freue ich mich über Leute, die mit YouTube durchstarten wollen. Elena Campari. Du denkst du... Gott bewahre meine Mutter. Ist das nicht die von den Pornos? Ist sie das? Ich werde hier nicht unterbrechen. Mir scheißegal. Ist sie das, die Nico immer knattert? Das ist die, gell? Will jetzt auch mit YouTube durchstarten und da habe ich mir gedacht, wir schauen mal schulprojektmäßig bei ihr vorbei. Ich bin ein Star, also gar keine Ahnung, warum ich die. So ins Kopf war. Inshallah, du bist schon 18. Die erste Aussage und ich erkenne direkt das Potenzial. Boot in Haus an, wenn Haus. Gott bewahre meine Monetarisierung. Aber Elena, wer... Sascha riskiert aber heute wieder ganz schön seinen dritten Strike. Sascha, du, dir ist eins klar. Kriegst du noch einen Strike, bist du weg vom YouTube-Business. Da ist vorbei. Da ist die Millionenkarriere einfach so. Einfach so. Unter der Erde! Nicht Elena! Ohne eine Weisheit! Du kennst ja, was ich lieb, das nickt. Katja, habt ihr Filme von der gesehen? Sag mal ganz ehrlich. Was sind das für Filme? Ich weiß, dass Nico immer da einer hat von den Pornos in seinen Streams und sowas. Aber ich, ey, ohne Scheiß, ich kenne mich nicht aus in den Dingern. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch, als ich damals vom Papa... Sag ganz ehrlich, Einzelchat, ihr habt das auch gemacht. Vom Papa Arthur habe ich ab und zu heimlich... Oben hat er so einen Schrank gehabt mit Kassette, VHS... Und täglich juckelt die Lederhose. Da habe ich mir das reingezogen. Da haben die so, das waren so bayerische Mädels. Oh, hast nicht viel gesehen. Wer kennt das? In den Bergen. So schön Fachwerkhaus. Und vom Papa immer geklaut. Morgens 5:30, wenn alle gepennt haben, habe ich die Kassette reingeschoben und mal geguckt. Oh, dachte, oh, das ist aber nicht schlecht. Ich bei Nico heißt es, was ich liebe, das Schicksal. Glaub mir, Elena, dafür braucht Nico alles andere als Liebe. So, dann machen wir auch ganz schnell weiter. Das Coronavirus beschäftigt uns immer noch jeden Tag. In dieser schweren Zeit müssen wir alles geben, um diesen Virus... Komm ich jetzt? Ruhe! ...zu besiegen. Auch wir YouTuber treffen Vorsichtsmaßnahmen. Und Stars wie Joko Winterscheid haben sich dazu auch schon geäußert. Aber im Hier und Jetzt ist eine Sache wahnsinnig wichtig, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Daheim bleiben. Hier sind 30 Kanaken. So, also davon distanziere ich mich hier ganz kurz, lieber Twitch-Mitarbeiter. Das war, ich wusste nicht, dass sowas in diesem Content... Ich wusste es nicht! Es tut mir wirklich leid. Ich habe das Video vorher nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Klatscht man eigentlich in der Nachrichten? Hör mal ruhig jetzt kurz, Sascha. Wisst ihr, wo ich auch Angst hatte? Erinnert ihr euch? Ich stehe hinter Sido beim Konzert. Auf einmal kommt der Song der A... Und ich, pass auf, es fällt so ein Wort in der ersten Strophe, es fällt so ein Wort. Ich so, ich Handy in der Hand, Filme von hinten, ich so, Jay steht hier, ich bin da, ich guck so, Jay so. Mach dir keine Sorgen jetzt erstmal, Ruhe bewahren, das ist künstlerische Freiheit. Ich bin gestorben fast, ich bin fast gestorben. Sendung. Ich bin mir sicher, dass das Coronavirus... Ich unterbreche jetzt nicht mehr. ...mehr Angst vor denen hat, als die vor dem Coronavirus. Corona hat Angst vor mir, das kann ich wirklich sagen, Graben. Wenn man den Hauptwasser hört und ein Tier mit exakt einem Haar sagen muss, weiß man, man ist bei 9 Live. Hab ich hat 2 Haar! Und... Grüße an Max Schradin, war eine schöne Weihnachtsfeier damals, wo du so richtig schön reingelötet hast, ne? Wo du gesagt hast, alle anderen Abteilungen können mich am Arsch lecken. Wir sind die Asozialen vom Sportquiz. So stand er da mit den Wir sind die Asozialen vom Sportquiz. Alle anderen können mich am Arsch lecken.
Auf der Weihnachtsfeier war einer der besten Abende, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Ohne Scheiß. Vorne die großen Reden, die Chefs der Medienszene. Der schreit ihn hinten. Komm her, wir sind doch nur die Asozialen hier hinten. Alter, ich sag euch was, das ist für mich ein ganz special Moment. Es war für mich so special, weil Max Schradin war derjenige, bei dem ich immer angerufen habe. Ich habe angerufen, 01379444999, Wahlwiederholung. Irgendwann hatte ich Gratisanrufe, weil ich Dauergewinner war, Kunde. Ich hatte vierstellige Telefonrechnung, habe angerufen, habe Rubel losgekriegt. Hör zu, ich muss mich kurz beruhigen. Hör zu, ich unterbreche gleich nicht mehr, versprochen. Ich habe so Rubelkarten gekriegt, 99 Gratisanrufe. 0800er Nummer anrufen, Code eingeben, gratis durchkommen. Alter, ich war permanent da. Schradin war sowas wie mein Callcenter-Mitarbeiter, mein Bankberater, der hat mir Geld überwiesen. Alle Woche, jede Woche, Blitzüberweisung. Der Hauptbutton hat wieder zugeschlagen. Deswegen war es für mich ein Special-Moment, als ich mit dem eine Weihnachtsfeier verbringen durfte. Ne? Wer versteht's? Einzelchat. Wer würde besser in diese Sendung passen als... Ja, der Jens aus Rastatt hier. Wie geht's? Jens aus Rastatt! Einen wunderschönen guten Abend. Und ich hab die Lösung. Das ist die Jogginghose. Hast du die gerade an? Die habe ich gerade an, hier in Blau. Das ist gut im Blau. Aber es ist nicht dabei! Es war leider nicht dabei. Aber Jens aus Rastatt, wäre nicht Jens aus Rastatt, wenn er nicht nochmal anrufen würde. Ja, nochmal Jens aus Rastatt. Ich habe es gerade eben mit der Jogginghose probiert, jetzt habe ich eine andere. Komm jetzt, was hast du? Lederhose, komm. Sascha, ich hab dir dieses Bild im Vertrauen geschickt. Ich sag, der kotzt mich an, der Typ. Ich hab ihm dieses Bild im Vertrauen geschickt. Es war dieser Tag. Sascha ruft mich an, sagt, ich brauch dringend für eine Collage zu Hause Bilder von Freunden in Lederhosentrakt. Sascha! Arschloch, sein Bild ist... Lederhose, komm! Die Lederhose leider auch nicht dabei. Aber ich bin mir sicher, dass der nächste Anrufer die Lösung hat. Ja, nochmal Jens aus Rastatt. Jens! Mal jetzt. So, aber komm jetzt. Ja, Umstandshose. Ja! Und jetzt ist es okay! Ja! Ich weiß noch an dem Tag, ich hatte schon 200 Euro Telefonkästen kosten, ich musste gewinnen, ich weiß noch genau. Neun Live hat das erste Mal einen Mitarbeiter, einen neuen Moderator hingestellt, wo ich dachte, jalla, den fixst du doch jetzt, da bist du doch, du bist doch der Beste. Ich war bei 400 Anrufen, das weiß ich noch, 400 Anrufen. Und ich wusste, ich muss gewinnen. Der Typ hat mir vorher, glaube ich, immer wieder 10 Euro fürs ich bin da mehrfach durchgekommen. Der hat mir immer wieder 10 Euro gegeben und gesagt, ihr ruft mal Jens aus Rastatt an oder was. Ich bin halt dran geblieben. Und ey, ich musste die 200 Euro und ich bin 0 auf 0 an dem Tag raus. Ich habe nicht mal Plus gemacht. Weiß nicht mal, was Umstandshose ist. Was ist eine Umstandshose, Chat? Weiß man doch, was eine Umstandshose ist. Wenn du schwanger bist, die Hose, die breit ist, weiter ist. Idiot. Glückwunsch an Jens aus Rastatt. Früher 9 Live, heute Casino. Neuer Rekord! Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch die kleine Nachrichtensendung gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal namens Unsympathisch TV, geleitet von Hascha Sellinger, noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Elena? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Jens aus Rastatt. Wie kann man so arrogant sein? Wenn du jetzt noch einen Dreck erzählst, dann mache ich euch alle klein. Ja. Weiß wie. So, dann wollen wir das Video natürlich mal beurteilen, bewerten. Wie immer gibt's von mir ein schönes Like. Und da haben wir.